Moin Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, im heutigen Video soll es darum gehen, dass wir hier unser Glashaus weiterbauen. Und zwar kommen jetzt einmal die Wände ringsrum. Ihr erinnert euch, im letzten Video, verlinke ich einmal hier oben, haben wir das alte Dach abgebaut. Das sind diese Dinger hier. Ein paar liegen noch da drinnen im Glashaus. Und ja, die durchsichtigen, davon habe ich leider nur zwei, da war noch eine dritte bei, die ist aber leider kaputt. Da war mal ein Ast vom Baum drauf gefallen. Da muss ich mir noch welche besorgen, aber wir verbauen erstmal das, was wir da haben. Und die schwarzen, die sollen hier an der Seite, das ist ja Nordost, fast Nordseite. Da kommt eh keine Sonne von der Seite und dann kann man eher die Sonnenenergie nutzen, die dann von oben durchs Dach, von innen gegen die schwarze Wand leuchtet, scheint. Und so hoffe ich mir, dass da ein bisschen Wärme quasi von abgegeben wird, weil halt schwarz mehr Wärme absorbiert, Sonnenlicht. Ja, so wird glaube ich ein Schuh draus, ne? Ja, so ist der Plan. Mir ist aber eben noch was in den Sinn gekommen, und zwar von diesen schwarzen Platten habe ich ziemlich viele, dass man vielleicht eine doppelte Schicht macht. Ihr seht ja, da ist noch überall das Gitter drum vom Kaninchenstall und wir haben hier die Latten dazwischen, dass wir die Latten quasi einbauen, links und rechts mit diesen schwarzen Platten. Und dass wir dann dazwischen einen Hohlraum haben mit Luft, luftisoliert, und dass wir so vielleicht noch eine bessere Isolationswirkung haben. So zumindest der Plan. Mal gucken, ob wir so viele Platten haben. Wenn ja, werden wir das so umsetzen. Und die durchsichtigen, die kommen halt von hier vorne drauf, weil die haben halt so ein bisschen Sonneneinstrahlung von der Seite morgens. Und ja, morgens vormittags bis mittags. Ja, bis mittags. Und deswegen machen wir hier vorne durchsichtige Scheiben rein. Und damit fangen wir jetzt an. Dafür muss ich einmal hier ein paar Pflanzen wegräumen. Ich will unten so ein bisschen einen kleinen Graben ausheben, dass man die unten einfach im Boden stecken kann. Da ein bisschen Erde dran. Und dann haben wir noch die alten Schrauben, mit denen die Teile auf dem Dach befestigt waren. Die können wir auch wieder benutzen. Und dann schrauben wir da mal eben ein paar Plättchen dran. Ja, dann würde ich mal sagen, genug. Ich habe mir sonst nicht so mit Insekten essen, aber so frisch mag ich dann doch nicht wieder. Ja, würde ich sagen, genug gequatscht, hat die Fliege auch gedacht. Und fangen wir an. Guckt mal, was ich hier eben gefunden habe unter der einen Pflanze. Ein kleiner, ich glaube, Molch, oder? Mit so einem orangenen, rötlichen Bauch. So im Teich habe ich den noch nie gesehen. Aber anscheinend flitzen die. Oh, jetzt krabbelt er in die Kamera. Er versucht es. So, wollen wir den Kleinen nicht weiter nerven, setzen wir ihn mal zurück. So, wenn wir jetzt hier mal gucken, die Platten hätte ich da gerne drunter. Und wenn ihr schaut, ja, da sind bestimmt so 10 cm, die weg müssen. Die Dinger jetzt schneiden wäre glaube ich auch ein Akt. Deswegen buddeln wir die einfach unten ein, dann sind wir schon unten schön dicht, dann zieht auch kein Wind mehr durch. Und ja, ich glaube, das ist die einfachste Variante. Wie man es hier sehen kann, hier geht meine Wäscheleine lang. Ich glaube, die stört ein bisschen. Wobei hier ist eigentlich auch genauso eine Auskerbung. Vielleicht können wir die dafür nutzen. Das war nicht so schlau. Kommt sogar ganz gut hin so. Kann die Wäscheleine sogar da bleiben. Also die muss eh irgendwie hier hin. Da unten muss noch ein Stück Erde weg. Und dann kann der Teil so dran. Und sogar vielleicht andere Schuhe anziehen. Jetzt habe ich immer Sachen im Schuh. So, jetzt passt es da schön hin. Dann gehen wir einmal nach oben. Und dann können wir das festschrauben. So, dann schraube ich es eben fest und dann kann da wieder die Erde nachher dran. Bleib. Das läuft ja. So, ich habe die alten Schrauben, Akkuschrauber. Und dann fangen wir mal an. So, ich schneide das hier doch noch mal ein kleines Stück aus. So, viel zu kleines Stück. Okay, ich glaube, das Zeug ist schon mal ein bisschen porös geworden. Ja, klappt nur bedingt. Aber es ist halt wieder was Altes, was man wiederverwenden kann.
und das sollte dafür wohl noch ausreichen. So, Platte Nummer 1 ist dran. Ihr merkt vielleicht, es wird schon wieder dunkel. Ich mache jetzt noch so weit, wie ich komme. Da es jetzt leider dunkel wird, macht es auch nicht mehr so viel Sinn mit einer schönen Timelapse. Von daher mache ich jetzt ein bisschen alleine weiter, solange es geht. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ich wieder 1-2 Stunden Zeit habe, wie es dunkel wird. So, es sind noch 1-2 Tage mehr lang gegangen, um genau zu sein 3 Tage. Ich habe hier noch so jeden Tag so ein bisschen hier weitergemacht. So, weil das ist eigentlich alles ringsrum zu. Außer hier ein Stück fehlt. Ich glaube hier, ihr könnt sehen, ja, schon noch 2 Platten besorgt gehabt. Ich zeige euch selber kurz, wie weit ich gekommen bin. Und ja, dann machen wir die gleich noch zu. Und dann ist das eigentlich soweit fertig. Also, das habt ihr ja schon gesehen. Und hier habe ich jetzt weitergemacht. Da habe ich ja die schwarzen Platten genommen, wie ich gesagt hatte. Einmal rings runter, unten schön eingebuddelt. Geht hier lang, hier lang, hier. Einmal bis um die Ecke. Da liegt noch eine kaputte Platte. Ja, so sieht das jetzt aus. Einmal schon ringsrum alles zu. Außer das Stück da hinten fehlt jetzt noch. Ja. Und dafür haben wir die Platten da ja bereits liegen. So, mittlerweile habe ich das Video veröffentlicht hier zum Dachbau. Verlinke ich euch gerne nochmal hier oben, könnt ihr gerne nochmal anschauen. Und da gab es ein paar interessante Kommentare, auf die ich einmal kurz eingehen will, falls ich mein Handy finde. Und zwar der liebe Rico Friedel mich darauf hingewiesen, dass ich hier bei der Unterkonstruktion quer zu den Wellen, sprich die Wellen verlaufen ja so, quer zu den Wellen soll ich noch eine Verstrebung reinmachen, weil er meinte, wenn es sonst regnet oder Schnee drauf gibt, dann hängt das hier durch und dann kann das passieren, dass die Schrauben rausreißen. Und hier kann man es schon schön sehen, wir haben nämlich ein bisschen Regen gehabt. So, jetzt sieht man es, ne? Ist hier oben Wasser drin steht. Und hat er recht. Hier hängt das jetzt auch schon so ein bisschen durch. Und da steht das Wasser drin. Deswegen, das werde ich auf jeden Fall nochmal nachbessern. Und dann nochmal eine Unterkonstruktion drunter basteln, die dann quer verläuft. Auf jeden Fall lieben Dank für diesen Kommentar. Hast natürlich völlig recht, macht Sinn. Werde ich nachbessern und ja, dann sollte die Konstruktion etwas länger halten. Eltern, wünsche mir bei den Fischen. So, und dann gab es noch einen Kommentar. Und zwar immer von Tim Hein. Stabiler Schnorris, rasier dir mal den Kinn, hätte was. Beim Lachsmiley mal hier hinter. Der Kinnbart, der bleibt auch dran. Aber danke. Und dann noch ein Kommentar von Stefan J. Bei der Dachkonstruktion aus Zahnstochern bekomme ich jetzt schon ein flaues Gefühl. Warum nicht einfach ein paar mehr Euro ausgeben und dann eine vernünftige Balkenkonstruktion? Hat er eigentlich auch recht. Das sind halt so relativ dünne Dachlatten. Aber die waren schon da. Und haben so jetzt in dem Format auch schon 4-5 Jahre überlebt. Sind ja immer trocken, war ja mal ein Dach drüber. Das Dach davor war jetzt nicht hundertprozentig dicht, aber mehr oder weniger. Und jetzt haben sie halt ein trockenes Dach. Ein trockenes Dach. Nee, das Dach ist nass. Aber eine Dachkonstruktion, die keinen Regen reinlässt. Klar wird es hier drinnen feucht sein, durch die Becken nachher und das große Becken, was noch hier hinkommt. Aber ich denke, das wird auch so funktionieren. Und ich habe es schon ein paar Mal in Videos erwähnt, ich wohne hier leider nur zur Miete. Ich muss höchstwahrscheinlich alles hier nachher irgendwann einmal abproppen, wenn ich hier wegziehe. Von daher jetzt hier irgendwas mega massiv zu bauen, macht nicht so viel Sinn leider. Deswegen wird es auch eher alles mal so die Leichtbauweise sein. Zum Beispiel hier auch alles überirdisch, die Tanks und so, nichts im Boden eingelassen mehr. Das ist einfach zu viel Arbeit. Und falls es mal irgendwann was Eigenes geben sollte, was ich ja hoffe, dann wird es auch vernünftige Konstruktionen geben, die dann länger halten, wovon man dann auch mehr hat. So viel erstmal dazu. Ich finde es auch mega cool, solche Kommentare. Konstruktive, nett geschriebene Kommentare. Da gibt es auch durchaus andere Kommentare. Gehe ich gerne drauf ein. Und ihr helft mir so weiter. Ich denke, ich kann Teil von euch so auch weiterhelfen mit meinen Videos. Und so hilft man sich dann halt gegenseitig. Und von daher finde ich es eine Win-Win-Situation für alle. Und mir macht es dazu noch mega Spaß. So, jetzt genug. Bla bla. Machen wir das da jetzt endlich fertig.
sieht das jetzt von außen aus. Einmal ist schon dicht gemacht. Ich habe auch mal versucht, möglichst bis nach oben ans Dach ranzukommen. Was ihr hier nicht seht, weil es zu hell ist, so, dass da kein großer Spalt ist, dass es da relativ luftdicht ist. Was jetzt noch fehlt, ist hier einmal die Tür. Die will ich aus einer Doppelstegplatte machen. Die will ich mir noch besorgen, oder beziehungsweise muss ich mir noch besorgen, die habe ich noch nicht da. Und im Zug werde ich dann auch noch oben die Dachkonstruktion verbessern, ausbessern, so wie das empfohlen wurde. Ja, hier sieht es so von innen aus. Gefühlt ist es hier echt schon eine Ecke wärmer drin. Ich denke mal, das Becken wird halt ein bisschen was an Wärme abgeben. Und ja, sobald ein bisschen Sonne drauf scheint, wird das hier, denke ich, ja auch mega schnell warm. Am Anfang des Videos hatte ich ja noch die Idee gehabt, mit diesen Platten nochmal von innen eine zweite Bahn drauf zu machen. Weil ich dachte, ich bleiben so viele über, aber da habe ich mich echt gut verschätzt. Also ist eine einzige Platte übergeblieben. Sprich, wird das erstmal nicht gemacht. Vielleicht, wenn ich mal irgendwann aus Versehen zu viel Geld über haben sollte, kommt ja noch eine zweite Schicht dran. Wenn nicht, bleibt das erstmal so. Ja, so viel dazu. Passend zum Wetter sind wir jetzt auch fertig geworden, haben jetzt ein Dach über dem Kopf. Werden hier drunter nicht mehr nass, können dann hier schön weiterbauen. Hier soll ja noch das große Becken hin. Also werde ich hier einmal aufräumen, sauber machen. Das andere Becken, da steht auch noch die Tage an. Da kommt nämlich noch ein schöner Fisch, den ich mir ersteigert habe. Der kommt da erstmal quasi einzeln in Quarantäne. Kann man dann auch mindestens einen Monat warm halten, dass ich quasi einleben kann, den Stress vom Transport abbauen kann. Und ja, dann will ich den einmal durchproben auf KV, CV. Ich habe mal einen Mikroskopierkurs gemacht. Das will ich auch nochmal in Angriff nehmen, nochmal gucken, ob ich das hinkriege. Einmal gucken, ob der irgendwelche Parasiten hat. Und wenn der soweit gut ist, durch ist, dann soll ja hier das Becken entstehen. Habe ich dann quasi einen Monat Zeit für. Dann wird er da reinwandern, samt den Shusuis, die da drüben schwimmen, quasi jetzt hinter euch. Und ja, dann können die hier schon die erste Vergesellschaftung hinter sich bringen. So voraussichtlich der Plan. Man muss gucken, wie das Wetter mitspielt. Wenn es zu kalt ist, um die hier nochmal zu vergesellschaften, dann werde ich es sein lassen. Dann kommt er hier alleine rein, dass er ein bisschen mehr Schwimmplatz hat und raus ist aus diesem kleinen IBC. Das ist nämlich ein 65 cm langes Koi-Männchen. Ich will auch noch nicht zu viel verraten, da gibt es noch ein extra Video zu. Dann auf jeden Fall nochmal Dankeschön für die konstruktiven Beiträge. Finde ich sehr, sehr cool. Also wenn ihr auch irgendwas gerne zu beitragen wollt, schreibt es gerne unten mal in die Kommentare oder schreibt auch so gerne irgendwas rein. Würde mich freuen. Macht mir Spaß, immer was zu lesen und ist auch gut für den YouTube-Algorithmus. Was auch gut für den YouTube-Algorithmus ist, wenn ihr dem Video mal einen Daumen da lassen würdet, den Kanal abonnieren würdet, die Glocke aktivieren, dann freut sich der YouTube-Algorithmus und ich mich noch mehr. Und ihr euch hoffentlich dann auch über neue Videos, die dann noch folgen. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Wochenende. Tschüss!